Handheld bei Spider-Woman TM. Servus Dartkollege, der Niederländer Jermaine Wattimena hat neue Darts bekommen von Bulls. Und als ich die ausgepackt habe, also aus meiner Versandschachtel rausgeholt habe, habe ich sofort gedacht, boah, voll geil, weil die einfach farblich sehr gut zu mir passen. Ich habe jetzt auch wieder was Blau-Schwarzes angezogen. Also schon allein mit der Verpackung, mit der Aufmachung hat es mich voll geflasht. Ich habe die vom Dartshop Michel zur Verfügung gestellt bekommen, um das Video zu machen. Und jetzt schauen wir es uns natürlich wieder an. Ich erzähle euch was über die technischen Daten, werf sie ins Board und dann gibt's mein Fazit. Ja, so sieht die Verpackung aus und ich möchte euch auch nochmal in Nahaufnahme zeigen, weil es mir einfach sehr gut gefällt, wenn man das hier schon so bekommt. Hier unten haben wir natürlich so ein schönes, ja, so ein Farbenspiel mit Blau und Schwarz und dann sieht man, wenn das nicht so spiegelt, hier die schönen Flights durch, oben dann der Jermaine. Ist auch die zweite Generation, deswegen steht da G2 drauf, 90% Tungsten. Oben haben wir den Schriftzug mit dem Logo von Jermaine Wattimena. Und jetzt machen wir natürlich die Packung auf. Da unten geht's auf, habe ich euch ja schon gezeigt. So, und da haben wir dann das gute Stück. Sieht halt schon mal richtig geil aus. Ich muss gleich den Barrel mal rausholen. Ich habe die in 22 Gramm bekommen. Jermaine Wattimena spielt auch 22 Gramm. Die gibt es natürlich auch noch in 24 Gramm, leider nicht als Soft Dart. Und ich baue jetzt mal das Setup hier zusammen. Da gibt es dann die B-Grip 2 TTC Shafts dazu. Auch hier in einem Farbverlauf von, ja, von Schwarz nach so ein Türkis. Im Hellblau und dann natürlich die Flights dazu, die auch richtig geil aussehen. Da gehen wir jetzt nochmal näher ran. Ja, also hier das Logo mit dem J und dem W und da unten im Dreieck nochmal ein J und ein W. Das ist so das Logo und hier nochmal die Initialen quasi drin. Es steht auch Jermaine Wattimena drauf. Ich muss es so halten, dass es nicht so spiegelt. Und ja, einfach schwarz und blau, geile Farbkombination, gefällt mir sehr gut. Der kommt jetzt da rein und dann schauen wir uns den noch im Ganzen an. So sieht das Teil dann aus. Jetzt müssen wir uns mal direkt um das Barrel kümmern, weil das ist ja das Herzstück eines jeden Darts. Jermaine Wattimena war es wichtig, da ein gleiches Grip-Level am ganzen Barrel zu haben. Also von vorne von der Barrel-Nose, die hier leicht abgerundet ist, aber sehr kurz gehalten ist. Dann bis nach hinten, bis auf die Unterbrechung hier in der Mitte, wo das Bulls-Logo drauf ist und die Signatur von Jermaine Wattimena. Ansonsten hier ein interessantes, ja, Grip-Level. Erstmal schön hier nochmal mit blauen Axialrillen durchzogen, dieser Barrel ringsum. Und diesen Grip, ich weiß gar nicht, wie ich den bezeichnen soll. Ich nenne den jetzt mal Flügelgrip. Vielleicht gibt es da auch einen Fachbegriff dafür. Den male ich euch jetzt auch mal hier auf ein Papier drauf. Also der Grip ist auch mehr oder weniger wieder ein entgegengestellter Razor Grip und ein Shark Grip. Und hier an diesem Barrel sieht das Ganze so aus, dass hier der Shark kommt. Dann geht es ganz, ganz kurz so runter. Dann kommen ganz dünne Ringgriprillen. Dann geht es wieder hoch. Es geht wieder gerade und dann kommt der Razor. Und da geht es auch direkt wieder hoch. Also hier unten ist kein Plateau mehr. Oben wieder ein kurzes Plateau. Runter, die Grip-Rille vom Ringgrip, kurzes Plateau und wieder schräg runter. So ist der Grip von vorne bis hinten, wie gesagt, außer diese eine Unterbrechung, durchzogen über den ganzen Barrel. Ja, wie komme ich auf den Begriff Flügelgrip? Also ich habe mir dann das Barrel mal angeschaut und gerade dieser Part, den ich jetzt hier eingezeichnet habe, der sich ja ständig hier wiederholt,
hat mich irgendwie so an Flügel erinnert, so wie wenn man auf ein Bild irgendwie fliegende Schwalben malen möchte oder Vögel, da malt man ja so irgendwie und so die Flügel. Ich sage jetzt nicht die geflügelte Firma, wo es was zum Essen gibt. Da wäre das ein bisschen schmaler. Das hat mich hier irgendwie so an diese Flügel erinnert, deshalb habe ich das jetzt mal Flügelgrippe genannt. Was ist noch interessant? Die Spitze ist interessant. Denn da gibt es mal eine besondere Spitze, die da drauf ist. Das ist die GP1 in Schwarz. Die hat insgesamt nochmal 9 Grip-Ringe. Und zwar oben 5. Die sind ganz fein da reingedreht. Und unten 4 und in der Mitte so eine Unterbrechung. Das gibt Sinn für Spieler, die auch einen Finger am Tipp haben, dass sie sich hier eben einen Orientierungspunkt suchen können. Und da auch noch ein bisschen Grip brauchen. Dieser Grip ist jetzt nicht fürs Board gedacht. Also ein Boardgrip wäre vielleicht hier noch weiter vorne. Wir schauen dann nachher mal, wie tief die Spitzen im Board drin stecken. Vielleicht kommt man noch hier in die vorderen ein bisschen rein. Aber ich denke eher, das ist für die Orientierung mit dem Finger und mit dem Halt für den Finger an der Spitze gedacht. Diese GP1-Spitze in Schwarz. Die kann man auch einzeln kaufen, kann man sich auch in seine Darts einbauen. Alleine die haben schon mal einen Wert von, ja, also beim Dartshop Michel gibt es die für 4,80 €. Unverbindliche Preisempfehlung wird sicherlich höher sein, erfahrungsgemäß. Also da ist auf jeden Fall schon mal ein Wert von 6, 7 € in diesem Dart verbaut. Zu den technischen Daten, da wiegen wir natürlich das Ganze erstmal durch. Barrel mit Spitze, wie gesagt, 22 Gramm sollen es sein. Wir haben hier 22,11 Gramm. Muss ich die anderen beiden noch aus der Schachtel rausholen? Da haben wir 22,12 Gramm. Und der dritte hat 22,10 Gramm, also die sind innerhalb von 0,02 Gramm. Man sagt immer, innerhalb von 0,1 Gramm ist alles in Ordnung. Matchweight garantiert und lässt sich auf jeden Fall sehr gut spielen, ohne dass man da einen Unterschied merkt. Also da sind es jetzt 0,02 Gramm. Das ist beste Qualität. So, dann gucken wir mal weiter. Und zwar müssen wir ja auch noch messen, wie lang das Barrel ist. Die Spitzen gibt es übrigens in 34, 38 und 42 mm Länge zu kaufen. Und jetzt, wie sie hier verbaut sind, da stehen sie exakt 30 mm raus. Dann das Barrel von der Länge her. Da haben wir, ja, ich denke, es sind 49, jawohl, 49 mm Barrellänge und es wird ein Straight Barrel sein. Optisch und haptisch ist es so. 6,3. Jawohl. Von vorne bis hinten 6,3 mm. Ist ein bisschen dicker, das Barrel vom Durchmesser her. Aber 6,3 ist immer noch sehr dünn. Also es gibt auch weitaus dickere. Meine, die ich spiele, sind auch dicker. Hier sehen wir, dass hier so ein ganz leichter Übergang ist zwischen dem Barrel und dem Schaft, aber auch das ist überhaupt gar kein Problem, weil der ist erstens mal minimal. So ein Schaft ist 5,7 am Ende und da haben wir dann zu den 6,3 eben nochmal 0,6 mm, wo es da dicker wird, aber das ist so schön angeschrägt, da kann überhaupt nichts abprallen oder, also da kann ich hier wirklich drüber ruppeln, wie ich will. Da kann nichts abprallen, dass man da jetzt eine große Deflection hätte. Mit meinem Setup sehen die dann so aus. Ist natürlich auch geil, weil ich ja die blauen Shafts spiele und die blauen Flights da drauf habe. Das passt natürlich sehr gut zusammen und ich werfe die euch jetzt mal ins Board. Wir hören ein bisschen Musik von Roundhouse. Die habe ich ganz neu in meinem Portfolio sozusagen. Darf ich auch die Musik für meine Videos verwenden? Vielen Dank. Ich blende euch dann auch den Link zum Kanal ein, wenn ihr da noch mehr hören wollt. Dann gern da mal draufklicken und auch abonnieren. Jetzt geht's ans Board und da wird ein bisschen gewetzelt. Scheißegal, wir machen hier noch schnell den Soundcheck und dann geht es auf die Bühne und alle nur von jetzt. Und wir stehen auf der Bühne, schreien.
Ja, mit einer schönen 100 aufgehört. Übrigens, wer das noch kennt, Hashtag mal schnell eine 100 jeden Tag. Zum Abschluss eine 100 werfen oder auch mehr und das dann auf Instagram posten, mit mir verlinken bzw. mich erwähnen und dann teile ich das auch gern, Hashtag mal schnell eine 100. Die Pfeile liegen gut in der Hand. Ich habe mich sehr schnell dran gewöhnt. Klar, die ersten 3, 4 Aufnahmen, da war es natürlich auch ein bisschen nach links, bisschen nach rechts, kreuz und quer so gestocken. Aber ganz schnell konnte ich mich darauf einstellen, dass man die weiter vorne greifen sollte. Dafür sind sie recht gut, Spieler, die gerne die Pfeile weiter vorne greifen. Dafür sind ja auch die Spitzen gedacht. Die kommen damit wohl sehr gut klar. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie tief die Spitzen drin stecken. Wenn wir jetzt hier mal genau hingucken, also wir kommen nicht in diesen Bereich, wo die Ringgrip-Rillen da in den Spitzen drin sind. Also sind wirklich für die Finger gedacht. Ja, und wir nehmen natürlich den aus der Triple 20 hier. Ja, haften tun sie gut. Und dann messen wir auch mal, wie weit die Spitze da drin steckt. Da haben wir ja 10,5 mm und ja, der Ring hinten ist bei, ja, bei 15 mm, also da hat man noch ein bisschen Platz, dass man an die Grip-Ringe nicht rankommt. Gehalten habe ich die Darts jetzt so, dass ich mit dem Zeigefinger hier an dieser neutralen Grip-Zone war, dann Daumen so zwischen Zeigefinger und Mittelfinger, das ist ja so immer die Haltung, die ich auch bei meinen Barrels habe, wobei meine Barrels natürlich viel kürzer sind, und den Ringfinger, den habe ich hier an der ersten Grip-Zone, also an den 5 Grip-Ringen an der Spitze gehabt, und so hatte ich eine sehr gute Balance. Ein schlichtes Barrel, optische Highlights, sehr schöne Farben, eine interessante Spitze mit Grip vorne. Für Spieler, die den Dart gerne vorne greifen, 90% Tungsten natürlich. Das ist ein toller Dart, den kann man sich auf jeden Fall mal zulegen. Jermaine Vatemena, auch ein sehr sympathischer Niederländer übrigens, der macht mir auch Spaß, wenn ich den anschauen kann. Zuletzt ja gegen Peter Wright nicht ganz so erfolgreich gewesen bei der European Tour in Zwolle, aber natürlich trotzdem immer wieder dabei. Für 69,95 als unverbindliche Preisempfehlung von Bulls angegeben, gibt's diesen Dart beim Dartshop Michel für 56 €, glatt, ohne Schnörkel hinten dran. Und ja, mit dem Code Wetzler-Vatemena könnt ihr nochmal 5% sparen, wenn ihr den da eingebt. Das blende ich euch hier oben auch nochmal ein, wie das funktioniert mit dem Code, dass ihr auch wisst, wie man das da machen muss, um dann nochmal 5% Rabatt zu bekommen. Übrigens gibt's sehr viele Rabatte bei Dartshop Michel mit verschiedenen Codes von mir. Da könnt ihr euch gerne mal durch die Dartshop Michel Playlist durchklicken. Die mache ich euch jetzt da oben auch nochmal rein. Könnt ihr auch nochmal was nachschauen. Und ja, jetzt freue ich mich, mit denen noch ein paar Sessions zu spielen, weil die echt Spaß machen. Und wünsche euch bis nächsten Mittwoch Good Darts.